Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag. Eigentlich sollte diese Folge ja eigentlich heute kommen, gerade wo ich es aufhabe, spät auf dem Samstag. Allerdings das Aufnahme gebraucht, bis mein PC wieder in Ordnung war. Das, ich werde nur trotzdem, deswegen werde ich jetzt am Sonntag noch praktisch in 10 Stunden oder so. Egal. Heute ist dann, wo die Folge ausgestrahlt wird, Sonntag. Und ja, an der großen Pause lag es daran, dass mein PC drin was kaputt war und jetzt erst am Wochenende noch geguckt wurde und halt repariert wurde. Ich musste halt Windows halt aufmachen, wieder ganz weg installieren und jetzt kann ich auch wieder auf den Server. Hoffe ich, ich habe gespeichert beim letzten Mal, also das wird mich ziemlich jetzt ein bisschen. Ich glaube, 10. Ah, doch. Ja, ich hab's gespeichert. Ein schöner Plan. Ich weiß doch, was ich ungefähr gemacht habe. Das ist ja schon wieder eine Woche her, als ich mich aufgenommen habe. Wow. Okay. Ich glaube, dass es an der Karte üblich ist, dass es ein bisschen leckt. Da kann ich viel mehr wissen. Mal schätze ich mal, dass es nicht am Spiel oder an mir liegt, weil ich habe kaum noch was drauf. Ich habe gerade mal so Aufnahmezeug installiert. Ich denke mal, das sieht einfach an der Karte an sich. Ich glaube, das liegt nicht viel an mir. Ja. Deswegen tut mir leid, wenn es ein bisschen liegt, aber bei Strategiespielen ist es definitiv nicht so schlimm wie bei manchen anderen Dingen. Stimmt ja, die sind ja einfach den Herz zerfetzt. Ja, Leute, ist ja fast tot. Ah, okay, ich habe 3 Goldhacker. Prosteche. Prosteche. Die nichts zu tun haben. Ach ja, wegen Holz. Nee. Ah, nein. Ah, ich hab meine Rohstoffe wieder. Wenn man das früh genug zerstört, kommt man seine Rohstoffe wieder. Nee, ich will das hier machen, weil hier ist mehr Holz. Ich bin im heroischen Zeitalter. Habe ich Goldhacker? Habe ich Nahrungssammler? Komm, jetzt verarsch mich nicht und sag, ich habe keine Nahrungssammler. Ich meine, das wäre jetzt echt ein Witz, ne? Ach so, stimmt der hier rum. Ah, das kann man doch sogar gehen lassen. Also ich habe 3 Goldsammler, das ist in 2 Häuser mit 10, kommt hier noch einer hin. Ich bin gerade nicht so in Sturm, weil ich guck mal kurz auf die Uhr. Es ist 11:06 Uhr. Ich habe wieder mal das Ritual gebrochen. Ich nehme nicht um 7 Uhr auf. OW. Jetzt muss mir auffallen, daher dass das hier die Sinn-Version ist, dann muss ich auch. Hier gibt es ja Schatten. In den älteren Versionen, also vor der neu aufgelegten Version, wo alles jetzt auf die Auflösung viel höher ist und so weiter, ein bisschen gepimpt ist, gab es ja noch keine Schatten. Allerdings weiß ich nicht, ob es daran liegt, egal. Lege. Also, ich gehe. Ach, stimmt, hier gibt es noch nicht sowas wie in Age of Empires 2, so ein Mönch, der heilt, ne? Gibt's. Also, ich habe Age of Empires schon lange nicht mehr gespielt und ich bin dumm. Ich glaube, das ist das Einzige, was heilt bei den Griechen, ne? Ja, bist du eigentlich relativ nutzlos. Nee, Grauschein hätte es nicht können, weil ich hab's nicht. Also, hier sind 3, da sind 3. Hier noch. 3. 5. Ist doch egal, wie viele. Hier, warte. Das Blutzeug erhöht die Lebensfrüchte von Helden. Das kann ich gebrauchen. Ich spiele Zeus und nicht Poseidon. Don. Genau, Poseidon. Der Don. Ich glaube, Don ist so ein Mafia-Typ, ne? Ja, ich habe schon immer gewusst, Poseidon ist halt so ein kleiner Mafiosi da. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich nicht mehr weiß, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Scheiße. Ach du Scheiße, du. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe jetzt alles wieder drauf geblieben, ist Thumbnails, mein Kanalbild und so was, ja, habe ich ja gar nicht mehr drauf. Falls es noch nicht wusste, man kann, wenn man was hochgeladen hat, davon noch die Bilder ziehen. Mhm. Also die Thumbnails kriege ich die definitiv wieder, die kann ich mir einfach runterladen von meinem YouTube-Kanal, wo ich die hochgeladen habe. Und dann mit meinem mysteriösen Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. Falls ihr fragt, warum meine Thumbnails so anders aussehen, wie mein gut gemachtes Profilbild, das liegt daran,
das Profilbild für eine ganz geheime Person gemacht wurde. Für eine nette Person. Hey, was reift dein Lappen mein Hafen an? Verpiss dich! Ich meine, ich brauch den eh nur um einmal. Obwohl, hier ist noch einer. Scheiße. Kriegst trotzdem was aufs Maul, vielleicht jetzt auch. So, die neue Nahrung. Werde ich angegriffen? Ach so, da hinten. Ja, übrigens. Ich spiele ja so lange schon. Ich glaube, seit ich 2,5 bin oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich bin schon so. Lenke? Mehr als. Schon lange genug, fast mein ganzes Leben lang. Und ich habe einen Kumpel, der spielt auch nicht so lange und der kann teilweise keine Karten lesen. Für mich total unverständlich, aber wenn man so überlegt. Ich meine, ich hatte selber, glaube ich, Karten lesen nur für ein paar Wochen, vor ein paar Jahren mal in der Schule. Und mein Vater hat mir erzählt, der hatte das gar nicht und das finde ich teilweise echt traurig. Ich meine, Karten lesen konnte ich schon davor. Ich weiß nicht woher, aber ich konnte schon Karten lesen. Ich wusste nur nicht, was manche Farben bedeuteten. Aber Karten lesen kann ich gut. Obwohl so manche Karten spielen tatsächlich fast unlesbar sind. Wenn man jetzt mit kaum Spielwissen reingeht. Wenn ich zweimal nachdenke. Ich habe mich gerade gewundert, warum der braun ist, aber es ist eigentlich nur schattiges Orange. Wegen Schatten und so ein Zeug. Ja, ich. Also mein Plan gerade ist es. Überall ich 5 Leute habe, die was machen. Gunst brauche ich nicht wirklich, weil ich vergesse eh immer mythische Einheiten zu bauen. Ich kenne mich. Ach ja, ich habe ein Relikt. Was ist ein Relikt? Ach so. Sagt mir das doch jemand. Ja, dann rein damit. Jawohl. Dann nochmal hin. Mein Ziggy. Was? Dann zick ich? Jawoll! Dann statt schick, zick, dann zick ich dahin. Jawoll! Dann finde das Wort. Schick ich dir hier so ein Tempel, 2 Stück oder so. Mann, ich hasse es, wenn die immer selbstständig werden. So, dafür brauche ich nicht, weil ich bin hier eh geschützt. Jetzt kriege ich schon wieder Holzmangel. Scheiß drauf, ich hoch die 3 hin. Was geht hier ab? Ich hab doch gerade irgendwas zu so einem Tietenstich gehört. An so einem Gebäude. Und dieses Druck. Hey, ich hab Hallus. Hab ich Hallus? Verpiss dich da, du Arschloch. Jawohl, den hab ich runtergeholt, diesen. Pegasus? Boah, zum Glück. Ich wollte gerade schon sagen. Fliegen das Spiel ja ohne Raumluftwerke. So gesehen nicht nützlich, aber für mich halt nützlich. So. Ist auch das nochmal. Über die Lebenspunkte und. Okay. So, dann baue ich mir noch 3. Die. Ja, ich nenne sie immer noch Bauer. Obwohl die nur bauen. Aber keine Bauer sind die. Ich hasse dieses Vorspiel. Dorfbewohner! Hey, wie kommen die hier hin? Wie kommen die hier hin? Als ob du ein Transportschiff hatte, das sind. Darf ich mal bitte erwähnen? Also erstens. Nee, die sind ja auf einem anderen Land. Das ist kein Schiff. Okay, das sind Bogenschützen. Habe ich irgendwie hier. Bogenschützen? Ja. Boah, ich kann mal Kavallerie gebrauchen. Wow! Ich sehe sie so selten ein. Jetzt dachte ich auch hier, finde ich das, was ich tue. Nee, nee. Die geben einfach keinen Fick drauf. Okay. Karawanen. Boah, ja, das könnte ich gut gebrauchen. Die packe ich irgendwo in die Ecke hin. Ich erkläre gleich, wie, ja, Kara ist ja besser zu machen. Willst du mich verarschen? Ja, irgendwo ganz tief in der Ecke. Hier, ich erkläre später, was sie machen. Wie sie es gebaut haben und diese benutzen. So, dein Einsatz. Bitte verreck nicht. Ja genau, geht auf die los. Geht erstmal auf die los, während die fette Sau da runterrollt. Die bleiben hier. Prostegma. Was ist das? Prostegma. Jawohl, deutscher Panzer räumt wieder. Ja, griechischer Panzer, das war noch ein Lagerungsturm. Ja, ich weiß, wo geht wieder. Oh mein Gott. Scheiße, meine Kavallerie ist tot.
Oh, ich würde immer sagen, obwohl, scheiße, die werden auf den losgehen, ne? Ja, rest in peace. Der ist aber effektiv gegen die Dinger. Die sind ja praktisch wie Gebäude. Ja, die machen die Kopfschaden! Lappen! Ja, genau, verreckt ihr Bastard. Boah, 22 Leben gegen den hier. Ich sag, der hier gewinnt. Hey! Er hatte doch noch so einen Einsatz. Jetzt kommst du zur Dekoration hier oben hin. Das sieht cool aus. Ich finde, die sehen ein bisschen schon stylisch aus, nur sind die ein bisschen lang so. Hey, ihr habt nichts mehr zu tun. Am Arsch habt ihr was zu tun. Boah, okay, ist das Geilste finde ich ja in Age of Empires 2, was ich vielleicht mal jetzt nehmen werde. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, bin ich ziemlich beschissen da drin als hierhin. Ja, aber allein schon diese Friedrich Barbarossa-Kampagne, ne? Erstes Ding, schon verkackt. Ich bin einfach schlecht dafür in Age of Empires 2. Macht zwar Spaß aufzubauen und so, und auch gegen Computer zu spielen, aber in der Kampagne bin ich absolute Null. Und die Felder sind übrigens auch begrenzt, dann muss man die mal erneuern. Hier sind die auch nicht endlich. Das ist praktisch einfach nur vereinfacht. Es wird halt einmal am Feld, brauchst du dich nie wieder um den Dorfbewohner kümmern, dann macht man der Schuffel bis zum Ende seiner Tage. Ich könnte jetzt einen miesen schwarzen Humorspruch bringen, den ich, das ist in der TV-Serie gedreht habe. Ich sag den jetzt nicht, außer es kommt ein perfekter Moment dazu. Nee, der ist schon nicht. Also. Da ging das Ganze weg. Achso, hier ist ja Gold. Boah, da wurde ich gerade. Oh, ist halt schlecht. Ja. Aber ich mach den einfach kaputt, weil der scheiße aussieht. Irgendwas, was man gebrauchen kann? Soldaten gewonnen. Ja, gefällt mir. Jawoll! Dank Apollo können ihre Tempel in der Nähe befindliche verbündete Soldaten. Okay, du Turm, du kannst mir doch noch was nutzen. Das wusste ich zwar selber jetzt bisher noch nicht, aber ich habe nie auf die Beschreibung geguckt, ich habe einfach nur gedacht. Okay. Ja. Muss mal hin wieder. Boah, jetzt will ich den wieder hier sich erweitert. Jawoll! Schau, das ist mein schwerer Todes. Also Goldquelle habe ich. Wie geht's jetzt so anders? Also würde ich erklären, wo ich hier kann, ja, ich kann für 100 Naro. Ne, 100 Soldaten. Ach ja. Also man kann hier zum Beispiel ist ja kaufen. Man kann zum Beispiel Holz oder Nahrung kaufen. Und die Zahl, die drin steht, ist das, was man für wie viel Gold man dafür ausgibt. Hier kriegst du jetzt für 100, warum Soldaten da steht, keine Ahnung, für, sag ich jetzt mal, 100 Portionen Nahrung, kriegst du, wenn du 129 ausgibst. Dann geht das hier höher und das hier. Doch beide Sachen gehen dann jeweils immer höher, nur das hier weniger. Das heißt, ich kaufe gerade Nahrung, aber ich kann so viel da verkaufen. Hier steht dann das, was ich für 100 Nahrung dann gekriegt. Das bleibt immer. Da steht halt, was für Gold ich dafür kriege. Ja, das hat mich so geklappt. Die hier ist jetzt Karawane. Karawane kann zu jedem Dorfzentrum geschickt werden, um Goldführern Waffeln zu haben. Je länger die Route, desto mehr Gold. Der, dass ich jetzt, glaube ich, im historischen Zeitalter bin, kann ich hier noch ein Ding hinmachen, falls wir erfahren, warum da Nuva steht, obwohl es hier noch in der normalen Kampagne ist, wo es nur Griechen, Ägypter und noch Wikinger gibt. Ja, Wikinger, das ist Volk, ja. Sagt nichts gegen, ja. Ich schwör, die machen jeden fertig. Ja, und warum die Wörter steht, also ich habe einmal ja auch das DLC dafür bei Steam mit den Chinesen, aber davor gibt es halt auch die Atlanta, das ist eine andere Kampagne. Und deswegen steht hier Nüwa, das ist eine chinesische Göttin da, glaube ich. So, das bedeutet jetzt, bis dahin klicke ich dann immer auf die dann hin, gehen da bis dahin und gehen dann wieder hier zurück. Und dann kriege ich Geld, und desto länger die Route halt, desto mehr Geld kriege ich halt. Und das ist jetzt so relativ ausgeglichen. Hier kriege ich, glaube ich, mehr oder so. Aber jetzt kann man super schön auch nicht sagen. Ja. Bei Age of Empires 2 war es von Marktplatz zu Marktplatz. Gesandte 250 Gold, reduziert die auf dem Marktplatz als Tributär und richtet eine Strafe. Steuerantreiber, senkt die Kosten für den Handel mit Rohstoffen auf dem Marktplatz. Ach komm, mach einfach. Mach einfach mal die Fresse. Hey!
Ja, er wurde geheilt. Ich hab's nicht gut bekommen. Ha! Jetzt könnt ihr mir nichts mehr, ihr Lutscher. Ja, komm her. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ohne er, ich mach dich fertig. Weil ihr schmelzt. Ja. Und für dich meinst du nur Flieg schon. So. Wie alle Asiaten da draußen mal ganz kurz wegkommen, weil es ist ziemlich schwarzer Humor. Aber ich weiß nicht genau, was für ein Zusammenhang der Schritt. Und zwar, es gibt jetzt dieses Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din-Din. Und das wird dann verarscht. Ich kenne nur meine Arbeit und kenne keinen Spaß. Und das. Ja. Ja. Ich sag's jetzt nicht weiter auf. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die mit mir noch nicht umgehen können, deswegen hatte ich noch nicht meine Frage. Wo ich davon ausgehe, dass, ich meine, ich kenne jetzt so pauschal jetzt keinen Mensch, der was dagegen hat, aber Internet, das weiß man ja nicht. Ja genau, verzieh dich ins Zelt, du kommst nämlich da nicht dran. Sau. Ja, der hat 12 Reichweite und der hier hat 10. Und für fällt jetzt auf, dass man da Leute reinstecken kann, what the fuck. Mann, wieso entdecke ich Sachen erst Jahre später, ey? Ja. Stufe weiter, das ist wie. Wenn ein Beispiel. Ohne Blödschen zu zählen. Jawohl. Rede gut Deutsch. Leiche? So. Habe ich Kaserne? Habe ich keine Schießbude. Ich sag immer Schießbude, dabei ist es eine Schießanlage. Ja, Schießbude ist was anderes. Das ist zum Vergnügen und die das ist zum Ausbilden. Ich einfach nur noch scheißegal, also jetzt bist du in Reichweite, du kleiner Wichser. Stirb! Mann, du bist zu langsam! Mann, friss dich so viel Picknicks am Tag, ey. Hey, nicht so frech, Freundchen. Jetzt drehst du hier am Rad, Alter. Machst du meine Nahrungsschiffe kaputt, Alter. Ich mach dich. Hahaha, ich mach dich jetzt fertig, du kleine Sau. Jetzt bist du gefickt. Mann, ey, ich brauch hier Schiffe. Pentekonter. Jawohl. Lawoll. Ja, da kommt doch genießt. Fick dich in den Arsch, Alter. Hashtag hab grad Mittelfinger gezeigt. Ja, genau, mach ihn platt. Ha, du bist nicht viel besser. Ich mach dich platt, Zizius. Deine Zeit wird noch kommen. Und ja, heute mache ich extra ein bisschen lang. Einfach nur, weil die Tage nichts kamen. Sorry. Alter, was machst du mein. Schiff platt. Mann, du bist unnötig, man. Stehe hier einfach dumm. Nein, stehe hier nicht einfach dumm. Du bleibst jetzt hier beim Hafen. Wenn hier noch einer kommt, Alter, dann machst du fertig. Ja, weil, komm mal. Dein Ende naht, du Wichser. Hier, das ist nicht viel. Ich muss eine kleine Armee zusammenstellen in der nächsten Folge und die dann besiegeln. Ja, besiegeln, nicht besiegen. Warum ich werde gerade entwickelt, habe ich keine Ahnung. Zu dem Bogen kann ich auch. Was? Wieso habe ich über 100? Moment mal. Wo ist hier? Hier ist was falsch. Nee. Hier geht was eindeutig schief. Er hat ein höheres Kunstlimit. Fliegen bewegen sich schneller. Infanterie richtet mehr Schaden an Gebäuden an. Beginnt bereits mit Kunst. Okay, das habe ich mir noch nie durchgelesen. Weil ich mich schon gefragt habe, warum gehe ich über 100? Aber okay, der wird langsam alt. Alles klar, du hast einfach was runtergeholt. Mein Territorium, du Lutscher! Verpiss dich, du Nutte. Ja, genau, zerbrich, du Wichser. Na, das hat er verdient. So, ich brauche bis 20 Minuten, dann nehme ich noch eine Folge auf. Ja. Menax, unbekannt Jahre alt, dumm wie Scheiße, Alter. Hab ich euch ins Gehirn geschissen oder was, Mann? Ich vergesse die ganze Zeit hier ein Dorfzentrum zu bauen und hier höhere Waren zu machen. Bum, bum, tsch. Oh, ich werde hier versteigert. Ach, stimmt ja, ich kann ja hier Dingsen da. Dingsenbumsen da. Jawohl. Kann Dingsen da. Mach hin, 13 Nahrung! Ich will weiter ins letzte Zeitalter, du Lutscher. Mach jetzt! Ich warte.
Dieses ich warte. Hera, Anbetung der Hera, Göttin von Heim und Herd. Ihre Technologien verbessern Gebäude und mythische Soldaten. Gewittersturm. Auf einer Stelle auf der Karte zielen, um einen Gewittersturm vom Olymp herbeizurufen. Stark gegen Soldaten, schwach gegen Gebäude. Man, das ist ehrlich gesagt eher so mittelmäßig. Obwohl. Ja, okay, hier gibt es nicht so große Mengen an Soldaten an einer Stelle, deswegen ist das eigentlich relativ ein Scheiß. Medusa, kennen wir schon. Karkinos werde ich wahrscheinlich nie gebrauchen, weil hier gibt es nicht so viel Angriffsfläche in der See. Karkinos, mythische Einheit, kostet hier das Schiff ist zerstört. Ja, okay, könnte ich hier am Hafen benutzen, aber dann natürlich die lila Huren, da mache ich ja gleich eh platt. Es war ein Rumflame. Blinde Wut. Hera verbessert die Hackdurchschlags und Schmetterangriffe mit Schlüsseln. Okay. Hauptagorgo. Ja, das ist für Medusa. Hera gewährt mir Lebenspunkte für Gebrauch. Okay, scheiße hier für die Karte. Hephaistos oder Hephaistos. Abmeldung des Hephaistos oder Hephaistos. Gott der Schmiede und der Arbeit sind natürlich Technologien, steckt Panzerung und Waffen regulärer Soldaten. Ja, das gefällt mir schon besser. Schatzkammer habe ich hier wirklich begriffen. Schatzkammer. Statt für diese große Schatzkammer auswählen, der Reichtum der Götter wird ihre Thronen fließen, solange sie sie kontrollieren. Das bringt, glaube ich, entweder Geld, Nahrung oder Nahrung. Ja, genau. Geld, Nahrung oder Holz. Oder einfach nur Gold. Koloss. Das ist für mich eine meiner lieblingsmythischen Einheiten. Koloss. Mythische Einheit. Riesige Konstruktion, die Bäume und Goldminen verschwinden und sich zeigen. Ja, genau. Man kann nämlich zu einer Goldmine und zu Bäumen gehen. Bei der Karte würde ich eher die Bäume nehmen, obwohl Goldminen gibt es ja auch genug. Und halt die ernährt sich davon ein bisschen und heilt sich dadurch. Schmiede der Götter. Hephaistos reduziert mit Hilfe seiner olympischen Schmiede die Kosten für alle in der Welt. Ja, das ist doch gut. Das wird das dann zu Silberkolossen und zu Goldkolossen. Waffe der Titanen. Hephaistos erhöht die Angriffsstärke von Heteroi, Mirimoin und Gastropheten. Das sind die speziellen Einheiten der jeweiligen drei Hauptgötter. Hier müsste ich, glaube ich, ne, Gastropheten war Hades. Miromide, ne. Ich glaube, wir haben die Miromidonen. Das sind nämlich Infanterie, Heteroi ist Kavallerie und Gastropheten sind so richtig fette Bogenschützen. Hier im Helfer ist es eben mein Lieblingstyp als letzte Entwicklung in der griechischen Mythologie. Ja, ich hab's richtig hier ausgesprochen. Ach du Scheiße. Ich hab hier BÄH! Total was vergessen. Okay, bisschen Verlängerung. Und der Stelle würde ich da mal sagen. Nein, ich möchte Save Video First. Wenn es jetzt richtig geschrieben ist, speichern. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis morgen zum Montag. Tschüss! Uga, uga, uga.